Die am Freitag nach den US-Arbeitsmarktdaten begonnene Rallye setzt sich heute fort und man könnte sagen, es ist der Pivot der Fed kommt Rallye Nummer 57 oder die Fed blufft Rallye Nummer 57. Wir haben das schon oft gesehen im Jahr 2022. Und was ist jedes Mal passiert? Die Fed hat in Gestalt von Jerome Powell dazwischen gehauen und morgen hat eben Fed-Chef Powell die Möglichkeit, vielleicht nochmal dazwischen zu hauen, gleich dazu mehr. Aber warum will die Fed das nicht sehen, was hier passiert? Warum werden wir es wieder einmal mit einer Bärenmarkt-Rallye zu tun haben? Schlichtweg, weil wir sehen, dass die Aktienmärkte steigen, die Anleiherenditen fallen, dadurch werden die Financial Conditions laxer, das wiederum stimuliert Nachfrage. Inflation ist die Folge des Ungleichgewichts zwischen Nachfrage und Angebot. Dementsprechend will die Fed verhindern, dass sie wie Don Quixote permanent gegen Mühlen kämpfen muss, gegen Windmühlen kämpfen muss und praktisch immer mehr die Zinsen anheben muss, weil die Märkte sie nicht mehr ernst nehmen, weil die Märkte nach oben laufen, dadurch praktisch Stimulus-Anreize geben, könnte man sagen. Also das ist die ganze Krux bei dieser Geschichte und wir wollen uns diese Geschichte mal anschauen. Ich hatte am 5. Januar, das war am Donnerstag letzte Woche, einen Videoausblick gemacht, mit dem Titel Die Fed blufft Rallye kommt. Wie kam ich dazu? Nun, die Indikatoren legten nahe, Charttechnik legte nahe, dass wir hier eine Gegenbewegung sehen werden. Die Stimmung damals in der letzten Woche war ziemlich mies. Dann kam an diesem Donnerstag, wo ich diesen Videoausblick gemacht hatte mit diesem Titel, die ADP-Arbeitsmarktdaten, die starken Erstanträge, also sehr robuste, sehr gute US-Arbeitsmarktdaten, alle wieder uiuiuiui, ganz böse. Man erwartete am Freitag bombenstarke Arbeitsmarktdaten. Die sind zwar okay gewesen, aber vor allem die Stundenlöhne sind gefallen. Und seitdem haben wir diese Rallye kombiniert noch mit dem ISM-Einkaufsmanager-Index Dienstleistung, der massiv gefallen ist. Das nährte dann die Hoffnung, die Fed wird den Pivot machen, die Fed blufft nur. Sie wird bald umsteuern und bums, fertig ist diese Rallye, die vor allem eine technische Rallye ist, die aus Positionierungen heraus entsteht, also aus einer gewissen Mechanik entsteht und die dementsprechend ihre Grenzen hat, aber eben noch Luft nach oben hat, wie ich gleich zeigen werde. Heute sehen wir zum Beispiel als Schlagzeile, die Aktienmärkte steigen aufgrund des China Reopenings, also der Wiedereröffnung Chinas und das Ende des Tech Crackdowns. Damit ist gemeint, dass es ja vor allem die großen Tech-Werte waren, die vor allem im Jahr 2022 so stark verprügelt worden sind. Jetzt haben wir heute die wichtige 3900er Marke im S&P 500 überwunden. Das haben wir am Freitag mal kurz versucht, sind dann wieder zum Handelsschluss zurückgeprallt. Heute dann der Move darüber. Da liegen dann Stops, das heißt, da wurden Shorties auf der falschen Seite erwischt. Dann haben manche sich eben eingekauft, hatten wahrscheinlich da Orders drin, über 3900 bitte kaufen und fertig ist hier diese Investors und Fed Pivot Rally, der Esel, der permanent hinter dieser Karotte hinterherjagt und der tut es auch mal wieder. Die Menschheit ist immens lernfähig, möchte man sagen. Hier sehen wir mal die sogenannte Heatmap, also was da praktisch an Aktien in den USA von Relevanz wie performt und wir sehen, es sind die Dickfische, eine Apple, eine Microsoft, eine Google, eine Amazon, eine Tesla, die fast 8% steigt, eine Nvidia, die fast 8% steigt, also die Herrschaften, die in Sachen Nvidia oder Tesla oder zuletzt Microsoft ebenso schwer verprügelt wurden, die werden jetzt gekauft, die ziehen das Ganze nach oben und sie ziehen den Nasdaq nach oben, vor allem der über 2% zulegen kann, als ich jetzt hier die Dinge vorbereitet habe für dieses Video. Das war auch meine These schon am 5. Januar, es werden dann überproportional die Tech-Werte profitieren, die zuletzt so stark verprügelt wurden und jetzt haben wir morgen ja diese Rede von Jerome Powell, 15 Uhr deutscher Zeit, die findet in Schweden statt, bei der sogenannten Riksbank, also bei der schwedischen Zentralbank. Und da ist das Thema Central Bank Independence, also die Unabhängigkeit der Notenbanken. Die haben durchaus Humor, diese Notenbanker, muss man sagen. Ich wüsste jetzt keine Notenbank, die wirklich unabhängig ist. Wir haben gesehen, dass Jerome Powell damals sich von Joe Biden schon hat sagen lassen, Mensch Junge, bekämpfe mir die Inflation, dann kriegst du deine Neunominierung von der EZB, wollen wir erstmal gar nicht sprechen.
Aber jedenfalls, das ist das Thema und der Grund, warum die Fed immer wieder draufhaut auf die Märkte und eben diese Dinge glaubt, auch wirklich durchziehen zu können, ist, dass sie meint, naja, wenn die Dinge dann schlimm kommen, dann brauchen wir nur unsere Geldpolitik wieder ändern, also die Zinsen senken, möglicherweise sogar Quantitative Easing betreiben und alles wird wieder gut. Und diese Auffassung ist sehr wahrscheinlich falsch, weil kollabierte Nachfrage auch durch Liquidität nicht wiederherzustellen ist. Also morgen hat Jerome Powell die Möglichkeit, hier drauf zu hauen. Aber es kann, wie gesagt, sein, dass da überhaupt gar nichts zur aktuellen Geldpolitik kommt. Also diese Gelegenheit verstreicht. Dann wäre die nächste Gelegenheit am Donnerstag, dass da die Inflationsdaten die Märkte vielleicht ein bisschen erschrecken. Oder auch nicht. Oder auch vielleicht sogar nochmal weiteren Aufschwung geben. Jedenfalls die Erwartung für diese Daten am Donnerstag, auf die die Märkte jetzt wirklich hinfiebern, ist bei 6,5% nach 7,1% im letzten Monat. Was ist mit den Märkten der Fall? Nun ja, man sagt sich, wir lassen uns von diesem Higher for Longer, also dass die Zinsen höher und länger hoch bleiben, der Fed nicht wirklich abschrecken. Wir glauben da nicht mehr dran. Das ist sozusagen der Glaube an den Bluff der Fed. Deswegen, so sagt dieser Twitter-Kommentar, wird entweder etwas kaputt gehen und die Fed wird umsteuern oder die Fed wird die Märkte ein bisschen schocken müssen. Das ist durchaus drin. Und so sagt die Citigroup, also wir glauben, dass je höher jetzt die Aktienmärkte steigen und vor allem die Anleiherenditen fallen, umso mehr muss die Fed irgendwie ein Signal geben, möglicherweise auch am 1. Februar dann bei der Sitzung die Zinsen nicht wie jetzt allgemein erwartet um 0,25% anheben, sondern sogar um 0,5% anheben, um zu zeigen, Jungs, wir meinen es wirklich ernst. Je länger ihr eure Rallyes hier zaubert, umso stärker müssen wir dagegen halten, umso größer wird der Schmerz. Also lasst es besser. Haltet nicht dagegen, dann müssen wir die Zinsen nicht so stark anheben. Mit diesen starken Anhebungen, ja, hauen wir die Wirtschaft kaputt im Prinzip. Also bitte seid jetzt mal folgsam, liebe Kinder. Aber die Kinder wollen doch nur spielen und wollen ein bisschen Amüsement haben. Und hier sehen wir mal diese Anleiherenditen. Da sind wir jetzt nur noch knapp über der 3,5er-Marke bei der 10-jährigen US-Staatsanleihe. Die Financial Conditions immer laxer. Und das, obwohl die Fed letzte Woche ganz, ganz klar gesagt hat, Participants noted, alle Mitglieder heißt das praktisch, dass sie nicht daran interessiert sind, unwarranted easing in financial conditions. Und genau das passiert mit einer Rallye, genau das passiert mit fallenden Renditen. Das sind unwarranted easing in financial conditions. Also es ist nicht so, liebe Kinder, liebe Märkte, sagte die Fed damit, dass wir es euch nicht gesagt hätten. Wir sind ganz klar in diesem Punkt hier, den wir damit kommunizieren, weil wir damit fürchten, oder dann fürchten, dass unser Effort to restore price stability gestört wird, nicht mehr funktioniert, also der Versuch, die Preisstabilität wiederherzustellen. Und schauen wir uns mal an, was derzeit eigentlich die charttechnische Ausgangslage ist. Und da spricht nach wie vor viel dafür, dass diese Rallye noch Luft nach oben hat, dass wir noch nicht fertig haben, wie Trapattoni sagen würde, ja, Flasche leer. Nein, Rallye-Flasche noch nicht leer. Da kann noch was kommen und da kann vor allem beim S&P 500 unten in diesem Chart etwas kommen, was so in die Richtung 4000 Punkte geht. Also nochmal zu diesem Abwärtstrendkanal, den wir bei jeder Fed-Pivot-Rallye getestet haben. Das könnte sich wiederholen und beim Nasdaq, den wir hier oben sehen, den Nasdaq 100, Gap-Fill, also da haben wir zwei Gaps, respektive die obere Gap-Kante und die untere Gap-Kante, das wäre so im Bereich 11.600 bis 11.740, das obere Gap, das könnte also durchaus noch passieren, dementsprechend kann man diese Geschichte wahrscheinlich sogar noch traden, obwohl manche, wie der gute Mike Wilson, der ja so richtig und so stark lag mit seinen Prognosen im Jahr 2022, sagt, naja, also das Risiko ist, dass die Märkte jetzt nochmal gut 20% absacken. Und er sagt, die 3900er Marke im S&P 500, die wir ja schon jetzt ziemlich deutlich überschritten haben, ist ein easy sale, also ist eine willkommene Verkaufsgelegenheit. Vielleicht könnte man das so sagen. Der Grund ist, dass die Bewertungen sehr, sehr hoch sind. Wenn das passiert, was Mike Wilson und viele andere erwarten, nämlich dass das konjunkturelle sich Umfeld verschlechtert, damit auch die
Einnahmemöglichkeiten, die Umsätze und Gewinne der Unternehmen sich verschlechtern. Und wenn jetzt allerdings die Märkte weiter Party machen, dann, so sagt es ein CEO eines Unternehmens, dem Portal MarketWatch, dann wird Paul nicht aufhören, die Zinsen so anzuheben, bis die Investoren, vor allem die Dickfische dieser Investoren, sagen, hey, wir lassen das jetzt besser, wir steuern um. Und die müssen also diesen Schmerz noch erfahren. Und wenn die Inflation nicht deutlich runterkommt und die Märkte weiter steigen, dann wird die Fed die Zinsen auf 6% anheben, sagt also dieser CIO. Und damit ist dieses Motto ja längst kaputt, das da hieß, wir sind praktisch das Sicherheitsnetz als US-Notenbank unter den Märkten. Jetzt ist man faktisch der Gegner dieser Märkte. Man will nicht, dass die zu stark steigen. Lasst es uns relativ klar formulieren. Und das kann bedeuten, dass wir generell in einem komplett neuen Umfeld sind, wo wir, wie Larry Summers sagt, der ja eine wichtige Figur ist in den USA als ehemaliger Wirtschaftsminister, immer noch sehr, sehr viel Einfluss hat, dass wir es eben nicht erleben werden, was die Märkte erwarten, dass wir praktisch disinflationäre Situationen wieder haben und dann wieder ganz niedrige Zinsen, ganz niedrige Anleiherenditen. Da sagt Larry Summers, dieses Risiko ist groß, dass dieses Szenario nicht wiederkommt. Und warum nicht? Weil die Fed wahrscheinlich sehr stark geprägt ist von den 1970er Jahren, als man eben zu früh oder sehr früh die Zinsen wieder gesenkt hat. Dann kam die zweite Welle der Inflation. Man musste die Zinsen wieder anheben. Jerome Powell und andere Fed-Mitglieder haben immer wieder auf diese 70er Jahre verwiesen, immer wieder gesagt, wir dürfen nicht den Fehler wiederholen aus den 70er Jahren, zu früh wieder die Geldpolitik zu lockern. Also man muss ja eigentlich nur zuhören. Die Leute sagen ja, was sie eigentlich wollen inzwischen. Und damit stellt sich eben die Frage, ob wir wirklich schon einen Boden gesehen haben an den Aktienmärkten. Ich meine nach wie vor nein, wir werden nach wie vor, so meine Auffassung, oder werden nochmal neue Tiefs erleben. Also unter den Oktober-Tiefs bei 3500 im S&P 500. Es gibt aber Hoffnung natürlich in Sachen Inflation. Jetzt haben wir heute die Umfrage der New York Fed gesehen, die einmal im Monat passiert. Und wir sehen, die Amerikaner senken ihre Inflationserwartung. Das ist wichtig, weil ja solche Inflationserwartungen self-fulfilling prophecies sind. Also das übersetzt sich im Prinzip in Realität. Wenn die Leute höhere Inflation erwarten, kaufen sie jetzt, weil sie denken, naja, in zwei Wochen wird es teurer. Und dadurch beschleunigt sich die Inflation. Auf der anderen Seite heute auch neue Daten hier zu den 6 Monats analysierten Durchschnitten in Sachen Wage Growth, also in Sachen Lohnwachstum. Und hier sehen wir, da ist hier wieder etwas nach oben revidiert worden, was diese Party, die wir ja jetzt sehen, aufgrund der am Freitag niedriger ausgefallenen Stundenlöhne so ein bisschen konterkariert. Aber das will heute keiner hören, meine Damen und Herren. Man ist eben dementsprechend positioniert. Wie gesagt, es ist ein technisches Ding, was da abläuft, ein mechanisches Ding, was da abläuft. Positionierungen, die jetzt geändert werden müssen, Leute, die jetzt bei dieser Rallye aufspringen müssen, wenn sie zu wenig als institutioneller Investor investiert sind. Und wir sehen, das gilt vor allem für CTAs, also amerikanische Vermögensverwalter, die jetzt reinspringen müssen in diesen Markt, weil sonst wird ihnen gesagt, Mensch, hast du gesehen, jetzt seit Jahresbeginn läuft es doch gar nicht so schlecht, wo warst du denn? Du warst sogar vielleicht short, du Idiot, das kann doch nicht sein, also haben die alle Schiss und denken sich, Mensch, da muss ich jetzt unbedingt schnell auf diesen Zug nach aufspringen und das, obwohl das Umfeld für Aktien sich jetzt deutlich verschlechtern wird. Wir haben jetzt hier mal die Gewinne pro Aktien gesehen in den letzten Quartalen. Im dritten Quartal waren wir noch knapp über null, also noch ein bisschen Gewinnwachstum. Das dürfte allerdings jetzt mit den Zahlen der Berichtssaison, die ja am Freitag jetzt mit den US-Banken beginnt, dürfte sich ändern, sodass man durchschnittlich erwartet, dass hier die Unternehmensgewinne um 4,1% zurückgehen. Das ist durchaus schon ein gewisser Schnaps. Und insgesamt ist es eben so, dass die US-Märkte eben noch sehr teuer bewertet sind im Vergleich zu europäischen Aktienmärkten zum Beispiel. Wir sehen ja, dass der DAX sehr, sehr gut läuft in letzter Zeit. Es gibt so ein paar Kommentare auf YouTube, die sagen, ja, warum sagst du nichts zum DAX? Der DAX ist doch super gelaufen. Okay, ich sage relativ wenig normalerweise zum DAX, weil ich vorwiegend über die Wall Street spreche. Warum spreche ich vorwiegend über die Wall Street? Weil da die Musik gemacht wird, nach der alle tanzen. Wenn an der Wall Street der Blues gespielt wird, dann wird auch der DAX nicht wirklich zaubern können auf der Oberseite. Aber dennoch, das ist natürlich etwas, wo die Restwelt, wenn man so will,
sehr viel Aufholpotenzial hatte bei den Aktienmärkten. Und die Restwelt, vor allem wir Deutschen, wir haben geniale Figuren wie den Marcello Fracerino, der eine wirklich großartige Trefferquote hat. Erst hat er gesagt, diese ganzen Inflationspanikmacher geht ja gar nicht. Dann hat er gesagt, ich fürchte ganz heftige Inflation. Jetzt steuert er wieder um und sagt, Inflation ist eigentlich meine geringste Sorge. Also der Mann wechselt seine Auffassungen wie andere die Unterhosen, vielleicht noch ein bisschen schneller. Und dass sowohl Lane, der Chefvolkswirt der Fed, der EZB, nicht der Fed, heute gesagt hat, oder jetzt am Wochenende gesagt hat, also wir fürchten und haben gute Indikationen dafür, dass in der Eurozone zumindest die Inflation sehr dauerhaft ist, weil schlichtweg die Preisteuerungen, die Teuerungen letztendlich dazu führen müssen, logischerweise, dass die Leute irgendwie höhere Löhne bekommen, weil sie sonst eben an Kaufkraft immer weiter verlieren. Dementsprechend widerspricht Lane eben hier diesem genialischen Marcello Fracha und ich bin von beiden nicht besonders überzeugt, aber wenn Sie mich fragen, dann würde ich hier den Lane eher zustimmen. Aber ein Punkt, warum es derzeit auch bullisch zugeht, ist die Stimuluspolitik, die die Chinesen jetzt praktisch komplett durchziehen. So hat man für Kleinstunternehmen jetzt zum Beispiel die Mehrwertsteuer gestrichen. Das soll stimulieren. Man will jetzt neue Schulden machen, sodass die Lokalverwaltungen praktisch neue Rekordschulden aufnehmen können. Also die steuern schon voll um und das ist natürlich Liquidität und Liquidität ist wichtig. Das hilft aber vor allem zunächst mal den Rohstoffen. Hier sehen wir etwa Kupfer, Dr. Copper, wie es ja genannt wird. Da geht es deutlich nach oben in diesem Chart von capital.com. Für Rohstoffe ist das gut. Das ist dann auch teilweise für Indizes gut. Und abschließend, meine Damen und Herren, bevor ich Sie jetzt in den Feierabend entlasse, noch zwei Hinweise. Im Aufwind. Die Hedgefonds wetten auf verstärkte Dollarschwäche, weil sie eben auch sagen, naja, die Fed hat bald fertig, dann ist jetzt diese Dollarstärke vorbei. Den Dollar stellen wir short. Haben Sie damit recht oder fliegen Sie damit wieder mal auf die Nase? Erste Artikelempfehlung und zweite Artikelempfehlung. Die Bewertungen sind sehr, sehr hoch und das ist das Hauptrisiko nach wie vor, vor allem für die Tech-Aktien. Das also die beiden Empfehlungen. Jetzt sage ich erst einmal Servus und Ciao.